Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Change Minecraft mit mir, dem Marcel, in Klammern DJ Core. Und wir haben das letzte Mal angefangen, Holz abzubauen, und ich weiß aber noch nicht, was wir mit dem Holz anfangen wollten. Ich glaube, das Eisen hier ist fertig, ja. Dann können wir jetzt mal schauen, ob wir jetzt damit. Ich mache mir erstmal eine Eisenrüstung, weil wir gleich auf in die Tiefen gehen wollen. Und dann überlege ich mir, ob ich mir eine Mütze machen will und dann noch. Ich glaube, klappt das überhaupt? Ja, perfekt. Machen wir uns hier eine Mütze, setzen die auf. Stylisch sieht das aus. Und dann machen wir uns noch eine Spitzhacke. Und dann geht's erstmal ab in eine Höhle, doch ich will mal schauen, wie weit die Pilze hier sind. Wahrscheinlich noch nicht so weit. Nein, aber wir können hier die Kohle nehmen. Also das ist so viel dazu. Was wir wollen, ist allen klar. Wir wollen die Kohle essen. Nee, wir wollen jetzt runtergehen in die Höhle, die wir das letzte Mal schon gesehen haben. Wieso gehe ich da in den Ofen? Ich will nur craften. Und dann nehmen wir aber noch ein paar Fackeln mit. Und zwar ist das unser Limit. Wenn die Fackeln alle sind, sind wir auch alle. Heißt, wir wollen dann wieder hochgehen. Und hier ist auch gleich Eisen. Wir machen erstmal die anderen Spitzhacken kaputt. Soweit wie möglich. Und wenn ich richtig gehört habe, ist auch schon wieder ein Skelett unterwegs. Ich überlege, ob wir dann. Ja, gehen wir erstmal hier lang. Hier ist auch sehr schön gleich wieder Eisen. Das ist sehr gut. Oh, nicht so viel. Aber da ist noch Eisen. Und da ist ein Zombie. Mensch, das ist aber auch dunkel. Ich weiß, ich reg mich auf, ihr müsst es noch dunkler sehen, aber es tut mir leid. Hier nehme ich noch die Kohle schnell mit. Los, Spitzhacke, geh zu Ende, du bist zu langsam. Keine Lust mehr auf diese Spitzhacke. Danke. Du. Die Kohle macht den Beat. Dazu kommt noch das Geklimper. Das gibt richtig fetten Sound am Schluss. So, hier haben wir noch mehr Kohle. Das freut uns. Kohle abbauen ist noch fast langweiliger als Holz abbauen. Super. Setzen wir da unten schnell eine Fackel hin. Eine Fledermaus. Die ist eingeklemmt. Okay. Dann schnappen wir uns hier das Eisen. Und dann gehen wir noch tiefer. Oh oh. Heckenschützen.
Da unten stand noch einer, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee. Okay. Dann geht's doch. Und hier ist die Höhle auch schon zu Ende, also dieser Streifen. Aber das ist auch relativ gut, weil ja, keine Ahnung. Nee, das ist nicht gut. Ist bestimmt irgendwo noch Eisen versteckt. Nie die Hoffnung verlieren. Kamen wir hier denn raus? Da oben, glaube ich. Boah, ein Bogenschütze. Ich finde es schade, dass sie nicht die Sachen droppen, die sie anhaben. Auch wenn wir jetzt schon einen Eisenhut und eine Eisenrüstung hatten. Und da ist ein Creeper direkt über unserem Haus. Das ist nicht so schön. Danke, das wollte ich haben. Die Erde sammeln nur auf. Dann gehen wir schlafen. Oder gehen wir jetzt erst hier rein. Dann können wir dann gleich wieder so einen Kamikaze-Übergriff machen. Ich mag Regen nicht, der ist so laut. Danke. Darauf wollte ich hinaus. Und das gleiche Problem schon wieder. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt gehen wir uns erstmal töten. Wie immer. Wenn es der Hunger nicht tut, dann machen wir es selber. Wir machen es uns selbst. Das war nicht gut. Wo ist nur mein Skill geblieben? Sogar beim Töten komme ich nicht richtig hin. Ja. Wir hatten unsere Rüstung noch an. Ich hab's gewusst. Aber geht ja nichts verloren hier. Vier Eisen schon. Würde ich empfehlen, wir machen uns mal Eisenschwert. So. Eisen ist ein sehr wichtiges Rohstoff. Vor allem ein wichtiges Rohstoff. Wir haben hier auch das Gerät zu Hause und wir bauen uns dann noch das Haus hier hin und okay, das machen wir. So, ja, bauen wir erstmal das Creeper-Loch wieder zu. Das sieht nicht schön aus hier, das guckt so raus. Mist. Naja, okay. Klappt doch. Genau, ich wollte, glaube ich, eine Schaufel machen und will da unten den Gravel holen. Einfach weil ich Lust dazu habe und Zeit und ja, zu essen haben wir immer noch nichts gefunden. Werden dann wahrscheinlich mal wieder auf Entdeckungstour gehen. Ja, Entdeckungstour, das ist wichtig. Ah, genau, hier war der Gravel. Wer mault hier rum? Bestimmt ein Zombie. So, naja, es ist mit Sicherheit ein Zombie, aber ach, ihr wisst, was ich meine. Oder vielleicht doch nicht.
Sogar Hühner würde ich gerne essen, aber gibt's ja hier nicht. Nada. Gar keine. War hier hinten auch Gravel? Ich glaube ja. Ganz zum Schluss. Und hier. Ah, jetzt können wir uns ein Feuerzeug machen. Da können wir erstmal die riesigen Bäume abbrennen. Das ist sehr gut. Naja. Mensch. So, das reicht jetzt erstmal. Ich habe keine Lust mehr. Oder wollen wir die Schaufel noch zu Ende graben? Ja, ne? Ich würde sagen, wir machen die Schaufel noch zu Ende. Und dann ist Rio de Janeiro. Ja. Oh, und Eisen haben wir auch noch gefunden, aber wir haben keine Spitzhacke dabei. Schlecht. So, die Schaufel ist kaputt. Wir können jetzt nach Hause gehen. Wir haben ja damit jetzt noch gar nicht so viel Fett verbrannt. Kann man noch eine Runde rennen gehen? Hier müssen doch irgendwo Kühe sein. Das geht doch nicht. Und jetzt möchte ich ein Feuerzeug haben. Zum Abschluss der Folge möchte ich noch was. Andersrum, oder? Ne, ist richtig. Okay. Zum Abschluss der Folge möchte ich noch den hässlichen Baum hier vorne abbrennen. Weil der mich nervt. Ist so groß. Passt nicht in diese Welt. Der hier auch. Manche werden sagen, das gute Holz. Ist doch egal. Schaut mal, hier ist übel viel Wald, Holz, bla bla bla. Und hier ist noch ein hässlicher Baum. Die müssen alle weg. So, wenn wir dann demnächst vielleicht sogar Kühe finden, können wir die direkt mit dem Feuerzeug anbrennen. Dann haben wir auch sogar schon was zu essen. Und ansonsten zeige ich euch jetzt mal, wie ein Schaf brennt. So brennt ein Schaf. So klingt es, wenn ein Schaf brennt. Das Lustige ist, die droppen dann immer noch ihre Wolle. Sinnlos, aber genial. Und da brennt ein Zombie, das ist aber nicht durch das Feuer hier. Geht das auch manchmal wieder aus? So. Den schlagen wir jetzt mit der Faust tot. So, und das war's jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Wir essen jetzt noch ein bisschen Döner hier. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Macht was aus eurem Tag. Nicht so wie ich, der hier nur rumsitzt und labert und all so ein Scheiß und Minecraft spielt. Das ist doch so ein behindertes Spiel. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Ciao.